Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wie bereits gesagt, wird heute geangelt und damit fangen wir jetzt an. So, den ganzen Steg entlang. Das haben wir ja noch nicht gemacht. In der roten Edition hat es etwas mehr als eine Folge gedauert. Das heißt, es wird wahrscheinlich die gesamte Folge dauern, das heute noch zu angeln. Also wem das nicht gefällt, und wir werden danach auch noch bei der Arena angeln, das heißt, diese und die nächste Folge der roten Edition werden wir wahrscheinlich nur angeln. Wem das nicht gefällt, der sollte einfach diese zwei Folgen überspringen, fertig. So, Carpadore. Blutsauger. Zupac soll sich hier heilen. Naja, fast. Ist nicht mehr verwirrt, wow. Super Schall. Und selbst besiegt. Na dann geht's gleich weiter. Mit dem nächsten Carpador. Auch dieses wird sehr verwirrt sein. Ja, toll. Blutsauger. Ja, fast. Ha, toll. Angeln. Dann haben wir die linke Seite schon mal fertig. Eigentlich wäre das ein tolles Training für Pummeluff, aber naja. Was würde eigentlich passieren, wenn Pummeluff Aussätze macht und Carpador einen angreifen möchte? Dann kommt wahrscheinlich Verzweifler, oder? Ich glaube, der ist jetzt gar nicht verwirrt, oder? Ist der verwirrt? Ich bin mir nicht sicher. Nein, er ist nicht verwirrt. Dann verwirren wir ihn jetzt. Okay, es bringt leider nichts. Schade. Blutsauger. Ja, yeah, Zupac hat wieder grünes Leben. Das kann ruhig so weitergehen. Einmal Superschall. Ach, schlug fehl. Nochmal Superschall. Schlug wieder fehl. Mist. Aber jetzt. Zupac, du solltest wirklich definitiv deinen Superschall besser trainieren. Also die Trefferquote vor allem. Dieses Carpador lässt sich aber auch nicht verwirren. Gut, ein Sechster geschafft. Des Steges. Dann jetzt den Weg hier nach rechts. So, Superschall. Ja, klappt nicht. Und? Es verletzt sich, das gefällt mir. Blutsauger. Naja, fast. Ist nicht mehr verwirrt, das gefällt mir gar nicht. Verwirren wir es wieder. Ach, es hat aber leider keinen Effekt gehabt. Da müssen wir trotzdem Blutsauger machen. Schade. So.
So, ich frage mich, ob Zubat demnächst ein neues Level erreicht durch diese Carpadore. Ich würde mich freuen. Zumindest fast wieder volles Level hat es. Ach, aber dieses Carpador lässt sich leider auch nicht verwirren. Ja, Leben ist wieder voll. Da mache ich jetzt aber trotzdem noch einen Blutsauger, denn ein Biss wäre hier einfach verschwendet. Und ich mache einfach weiter mit den Blutsaugern. Die Carpadore machen ja keinen Schaden. Und zum Verzweifler werden sie es dann doch nicht schaffen, hoffe ich mal. Also kann ich das auch gleich fertig machen. Superschall. Daneben. Wieder daneben. Aber jetzt. Mist. Keine Selbstverstümmelung. Müssen wir eben selbst Biss anlegen. Oder Zahn. In diesem Fall. Nicht wahr, Zubat? So, dann angeln wir hier weiter. Und werden dieses Carpador besiegen. Noch zweimal Superschall und noch dreimal Blutsauger. Ja, es hat sich selbst verletzt. Das ist gut. Wenn es sich nochmal selbst verletzt, in der nächsten Runde, dann ist es besiegt. Oh, nicht mehr verwirrt. Verdammt. Und wir hätten keinen Blutsauger mehr anwenden müssen, aber jetzt müssen wir trotzdem noch einen Superschall anwenden. Aber es verletzt sich trotzdem selbst. Sehr gut. So, und bei diesem Carpador werden wir unseren letzten Superschall benutzen. Er hat wenigstens getroffen. Und selbst verletzt. Sehr gut. Und das war sehr viel Schaden. Der Blutsauger könnte töten. Fast. Er ist nicht mehr verwirrt. Schade. Wir haben keinen Superschall mehr, das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier null den letzten Blutsauger auch noch für dieses bisschen verwenden. Richtig, ups, richtig schade. So, jetzt hat Zubat nur noch Bissattacken übrig. Na dann, Biss! Machen wir es ein bisschen schneller. 24 Carpadore kann Zubat jetzt noch besiegen. Das reicht noch für den restlichen Steg auf der, wenn wir hier die linke Seite entlang gehen. Beziehungsweise die obere. Aber auf der anderen Seite des Steges wird es leider nicht mehr reichen. Das heißt, unser Zubat wird leider besiegt werden. Es sei denn, es erreicht Level 21 und dann plötzlich eine neue Attacke. Dann nicht. Wobei das aber auch auf die Attacke ankommt. Wenn es eine Attacke ist wie Heuler oder so, dann doch. So, Biss. Ah, da sehen wir schon den Weg nach oben.
Und auch dieses Carpador wird das Zeitliche segnen. Jedes Carpador wird das Zeitliche segnen, dass wir angeln. Außer die, die wir gefangen haben. Tatsächlich die nicht. Und wieder ein Carpador weniger. Na gut. Bis 20, nein, 19 Carpadore bleiben noch übrig. Ein Volltreffer, cool. Und dieses hier wird das letzte sein, während wir nach rechts gehen. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Nach dem hier. So, 18 Schritte nach oben haben wir nicht. Das heißt, die Schritte nach oben schaffen wir. Vielleicht sogar noch die Schritte nach unten. Allerdings werden wir da wahrscheinlich schon in den Verzweifler reinkommen. Und werden den Schritt nach links dann wieder, wird Super leider drauf gehen. Also sich selbst besiegen. Ungefähr so war es denn, so war es auch in der roten Edition, da haben wir auch mit Super gekämpft. Wenn ich mich zumindest nicht täusche, es könnte sein, dass ich mich täusche. Ist ja doch schon eine Woche her. Denn mittlerweile sind wir in der roten Edition tatsächlich weiter vorne. In der roten Edition sind wir schon in der Pokémon Arena. Wir haben hier schon überall geangelt. Gut, vor der Arena habe ich vergessen zu angeln, das muss ich noch nachholen, aber wir haben den ganzen Steg schon beangelt und die MSN hatten wir auch schon fertig. Und ein paar Trainerkämpfe in der Arena haben wir auch schon gemacht. Also sind wir da ein bisschen weiter als hier. Eigentlich nur um den Steg und die paar Trainerkämpfe. Aber trotzdem, das sind jetzt zwei, drei Folgen. Oder zweieinhalb. So, bis. Dann hier angeln. Und wieder ein Biss. Über einen Levelaufstieg würde ich mich demnächst freuen. Mal sehen, vielleicht kriegt Super der noch einen, bevor es drauf geht. So, noch 13 Carpadore. Und wir sehen auch schon den oberen Rand, also das Ende des Steges. Hier noch einmal Biss. Und wir müssen jetzt dann nachsehen, wir bräuchten ein Pokémon, das der Schneider kann. Das ist richtig, richtig blöd. In der roten Edition hatten wir Glück, Glutexo kann zur Schneider anwenden. Aber naja. Wer soll hier zur Schneider anwenden?
Ideal wäre jetzt natürlich, wenn Zubat während den Karpadoren oder durch die Karpadore Level 21 erreicht und ein, durch das dieses Level 21 eine Entwicklung hätte zu Golbat. Ich weiß leider das Level nicht auswendig, bei dem sich Zubat sich entwickelt, also das wird auch für mich eine Überraschung sein. aber das wäre ideal, denn dann könnten wir Golbat aus... Golbat war es, oder? Ich glaube ja. Austauschen gegen ein anderes Pokémon und dann können wir uns explizit eines aussuchen, das den Zerschneider lernen kann. Naja. Pech halt. Ansonsten müssten wir ein Pokémon, das wir bereits mit uns herumschleppen, austauschen gegen eines, das den Zerschneider kann. Lernen kann. Das wäre schon ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Nach diesem Karpador. Bis. Und fertig. Dann fangen wir hier an. Wobei, ja doch. Ein Karpador geht nicht. Geht noch. Aber dann ist die Folge zu Ende. So, Zubat, dein letzter Biss für heute. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder, nicht in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao, Leute!